Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Frau Hagedorn, Herr Hagedorn. Es geht um das Thema Arbeitsplätze, es geht um Energieversorgung, es geht um Klimaschutz, es geht um Themen wie Verkehr. Wir können hier, wenn das Kraftwerk nicht mehr da ist, all diese Themen neu definieren, etwas Neues aufbauen und damit Zukunft schaffen. Ein Baustein unter vielen, den wir uns vorgenommen haben, um bis 2030 die CO2-Emissionen um rund 70% zu reduzieren, womit Nordrhein-Westfalen einen der zentralsten Beiträge zum Klimaschutz in Deutschland und im Herzen Europas leistet. Und ich wünsche Ihnen bei dieser herausfordernden Arbeit allen viel Erfolg und danke Ihnen sehr für Ihr Engagement. Unser Motto bei Hagedorn lautet: Zukunft fängt mit Rückbau an. Das ist ökologisch und ökonomisch der einzige Weg, der langfristig funktioniert. Wir von der Hagedorn Revital beschäftigen uns eigentlich rund um das Grundstücksgeschäft. Also unter Revitalisierung verstehen wir eigentlich die Baureifmachung von Grundstücken. Einmal geht es los beim Ankauf, umfasst dann natürlich die ganze Prozesskette der Hagedorn-Gruppe. Das heißt, wir nehmen die Grundstücke so, wie sie sind. Obendrauf stehen Gebäude, die nicht mehr nachgenutzt werden können. Wir kümmern uns um das gesamte Behördenmanagement. Wir machen den Abbruch, die Altlastensanierung. Also die Baureifmachung, nebenbei das Planungsrecht. Und stellen dann diese Grundstücke wieder im Markt ein. Bis hin zur Mietersuche, der Vermietung und dann in vielen Fällen den Verkauf. 2019 haben wir ja die Trockenlegung hier im Kraftwerk durchgeführt und die Verkehrssicherung, weil wir nicht gedacht haben, dass das Kraftwerk so schnell verkauft wird. Wenn man sich halt den Zeitablauf anschaut, letztendlich im Oktober ist die Anfrage auf dem Markt gewesen. Ja, und ich sag mal, im Februar sind wir schon angefangen. STEAG hat halt das Kraftwerk sukzessive letztendlich den Abgasanforderungen angepasst und somit hat man halt ja schon eine sehr dicht bebaute Fläche gehabt, was die Sache halt nicht unbedingt einfacher gemacht hat, weil man sich einfach genau überlegen musste, in welcher Reihenfolge nimmt man die Gebäude weg. Ein weiteres Highlight ist, dass durch den Einsatz von KLC gelungen ist, hier eine auf die Art Kraftwerksabbruch zugeschnittene Maschine hier in Einsatz zu bringen. Das Gerät bringt halt einfach immer Geschwindigkeit und das Thema Arbeitssicherheit. Weil wir viele Dinge, die wir früher von Hand machen mussten, das können wir jetzt alles schneller und sicherer mit dem KMC durchführen. Die abbruchseitige Vorbereitung ist bei Bauwerken eigentlich immer ähnlich, dass vorher die Sanierung stattfinden muss, eine gewisse Vorschwächung, die wir benötigen, damit ein Gebäude gesprengt werden kann. Gesamtgesellschaftlich die Notwendigkeit, sich auf die Situation einzustellen, Energieversorgung neu zu denken. Und es gibt diese Brownfields, es gibt diese alten Konversionsflächen, man muss jetzt nur den Mut haben, die anzufassen und zu drehen. Und da sind wir sicherlich
einer der Vorreiter, die diese Themen anfassen, in voller Verantwortung, aber auch in vollem Risiko übernehmen und dort vernünftiges neues Bauland zu errichten. Und das ist extrem wichtig.